Wir werfen jetzt einen Blick auf die aktuelle Corona-Lage in den Bundesländern. In Wien startet am Mittwoch die Anmeldung für eine Impfaktion für 18- bis 30-Jährige. 30.000 Termine sollen ab kommender Woche verfügbar sein. Verimpft wird der Impfstoff von Johnson & Johnson, von dem ja nur eine Dosis für eine Vollimmunisierung notwendig ist. In Kärnten sollen alle über 16-Jährigen, die sich für eine Impfung vormerken haben lassen, noch diese Woche einen Impftermin bekommen. Bislang hat rund die Hälfte der Kärntner Bevölkerung zumindest die erste Teilimpfung erhalten. Bisher wurden nur knapp 10% der Corona-Impfungen in den Ordinationen durchgeführt, da es immer wieder Impfstofflieferprobleme gab. Mittlerweile gäbe es aber ausreichend Impfstoff. Es werden in den nächsten Wochen mehr Impfdosen angeliefert werden und wir werden mehr in den niedergelassenen Bereich geben. Also das heißt, in den Arztordinationen, wo bereits auch Wartelisten vorhanden sind, dass sich Personen dort impfen lassen möchten. Für diese Woche sind es allein 17.000 Dosen an BioNTech-Pfizer-Impfungen, die geliefert werden und die für Erstimpfungen im niedergelassenen Bereich zur Verfügung stehen. Dass es nun genügend Impfstoff gibt, nehme viel Druck von den Ordinationen, hieß es heute bei der Pressekonferenz im Spiegelsaal. Die Anmeldung zur Impfung erfolge direkt in den Ordinationen. Es schaut jetzt so aus, dass von den Kolleginnen und Kollegen, die in Kärnten arbeiten, sich 340 als Impfärztinnen gemeldet haben. Das sind auf der einen Seite Allgemeinmedizinerinnen, Allgemeinmediziner, also die klassischen Hausärztinnen und Hausärzte. Weiters aber auch Fachärztinnen, Fachärzte und Wahlärztinnen, die ebenfalls in ihren Ordinationen impfen. Es ist die Verteilung der impfenden Kolleginnen und Kollegen in Kärnten so, dass auch der ländliche Bereich gut abgedeckt ist. Die Impfstraßen des Landes bleiben in Villach, Klagenfurt, Spital und Wolfsberg bestehen, werden aber zurückgefahren. Auch könne man sich weiterhin auf der Vormerkplattform des Landes zur Impfung anmelden. Mit Stand heute sind auf unserer Impfplattform noch knapp 12.000 Personen vorgemerkt. Und der Großteil dieser vorgemerkten Personen wird bis Ende der Woche auch aufgerufen sein, darunter auch bis zu 16 Jahren, also darunter auch viele Jugendliche, die hier aufgerufen werden und mit Ende der Woche dann auch geimpft werden. Kinder und Jugendliche sollen aber nur in den Ordinationen geimpft werden. Die Teststraßen, die, je mehr Menschen geimpft sind, nicht mehr so beansprucht werden, sollen über den Sommer bestehen bleiben. Ausgeweitet werden sollen PCR-Tests, die mittels Gurgeltests selbst durchgeführt werden können und präziser als Antigentests sind. Seit April wird diese Testform in Wien kostenlos angeboten. An einem Konzept für Kärnten werde gearbeitet, so Brettner. %29 der Salzburger Bevölkerung sind bereits voll immunisiert. Sprich, sie sind zweimal gegen Corona geimpft. Doppelt so viele haben die Erstimpfung hinter sich. Wegen der niedrigen Infektionszahlen und der hohen Temperaturen ist der zweite Stich nicht für alle fix. Ich überlege natürlich jetzt gerade, ob ich mir ein zweites Mal impfen lassen soll überhaupt. Also ich werde mich impfen lassen, nur die Timing-Thematik ist halt die große Frage. Und ja, ich weiß, mir ist das bewusst, das ist irgendwie verantwortungslos gegenüber der ganzen Gesellschaft, weil man ja nur eine Teilimmunisierung hat. Aber summa summarum, ja, man möchte halt nicht unbedingt nur ein zweites Mal da müssen, wenn man nicht muss. Diese Tendenz bestätigt das Land. Es sind jetzt doch einige Impftermine abgesagt worden oder sind einfach nicht wahrgenommen worden. Und das ist sehr schlecht, weil die Zweitimpfung erst wirklich vor allen Mutanten dann aus jetziger Sicht schützt. Und deshalb bitte unbedingt die Zweitimpfung entsprechend wahrnehmen und den Termin auch einhalten. Mehrere Gründe würden aus medizinischer Sicht für eine Vollimmunisierung sprechen, heißt es in der Ärzteschaft. Es ist von fundamentaler Bedeutung, dass bevor jetzt alle Menschen sich über die berechtigte Freude sozusagen, dass es viele geöffnete Bereiche gibt, in den Urlaub verabschieden, in das Schwimmbad verabschieden und ihre Impftermine absagen, dass das Gegenteil eintreten sollte. Wer den zweiten Stich vorerst ablehnt, muss mit Auswirkungen rechnen. So dass sie dann nach 3 Monaten, so ist der heutige Stand, kaum mehr einen Schutz haben gegen die Krankheit.
Wenn Sie sich jetzt nach 5 Monaten, 6 Monaten entscheiden, doch impfen zu gehen, dann wird das Immunsystem neu stimuliert und Sie haben wieder einen 100-prozentigen Schutz. In der Zwischenzeit, von diesen 3 Monaten bis 6 Monate, hätten Sie keinen Schutz und können auch wieder angesteckt werden. Wir wissen aus Daten von den englischen Kollegen, dass der Schutz gegen die Delta-Variante, die in England mittlerweile sehr stark ausgeprägt ist, deutlich besser ist, wenn Sie die zweite Impfdosis erhalten haben. Haben ein Schutzniveau von etwa 65-90% gegen eine Infektion mit der Delta-Variante, während die nur mit einer Dosis Geimpften, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, bei einem Schutzniveau von etwa 30-35% liegen. So der einhellige Tenor der Ärzte heute. Alle Impfdosen, die Tirol vom Bund zugewiesen bekommt, werden so schnell wie möglich verimpft. Jede und jeder Impfwillige, die oder der sich bereits über die Online-Plattform Tirol Impft angemeldet hat, bekommt einen Impftermin zugewiesen. Urlaubsbedingt den Termin zu verschieben, ist nicht möglich. Es gibt immer noch die Regelung, den Zweittermin nur bei strengen Gründen bitte zu verschieben, weil ein dahinterliegender sehr komplexer Aufwand ist, was von den Bestellungen angeht, von der Lieferung der Dosen ins Land bis über die Organisation der Termine. Wir verfolgen ja in Tirol den Weg der Verlässlichkeit, vergeben dann Termine erst, wenn die Dosen sicher im Land sind oder zumindest sicher in Österreich sind. Und wir nehmen gewisse Terminverschiebungen aus wichtigen Gründen wahr. Das sind Gerichtstermine, das sind Operationstermine, das sind andere persönliche Termine. Ein Urlaub zählt nicht dazu. Wir haben da jetzt noch keine großen Rückmeldungen, dass wegen Urlaubes zu Verschiebungen kommt. Appelliere aber trotzdem bitte an die Bevölkerung, an die Tirolerinnen und Tiroler, beide Impftermine wahrzunehmen. Generell gilt, alle impfwilligen Personen werden gebeten, sich bei Zweifachimpfstoffen beide angebotenen Impftermine vorab anzusehen und nur dann zu bestätigen, wenn sie auch beide Termine wahrnehmen können. Für triftige Gründe hinsichtlich einer Verschiebung, wie etwa bei behördlich angeordneter Quarantäne oder unvorhersehbaren medizinischen Terminen, steht ein Online-Formular zur Verfügung, welches auf der Online-Plattform des Landes abgerufen werden kann. In naher Zukunft soll dann auch eine urlaubsbedingte Absage des Impftermins berücksichtigt werden. Wir werden ein gewisses Angebot in den nächsten Wochen, in einem Monat noch einmal legen, auch um die Impfbereitschaft noch einmal Kampagnen neu zu starten, um die Impfbereitschaft auch weiter zu erhöhen. Und da wird es auch mit ein Inhalt sein. Zurzeit gilt der Appell des Landes, Impftermine nur dann zuzusagen, wenn man im Fall von 2 Impfungen beide Termine wahrnehmen kann. Man muss unterscheiden zwischen Menschen, die nach einer Impfung tatsächlich erkranken und jenen, die trotz Impfung einen positiven PCR-Test haben, aber keine Krankheitssymptome. Fakt ist, zu 100% schützt keine Impfung. Vor schweren Verläufen ist man, so die aktuellen Studien, aber auf jeden Fall geschützt. Und man ist nicht nur vor diesem schweren Verlauf geschützt, sondern die Kürze der Erkrankung verhindert auch dass man die Erkrankung weitergibt. Man tut das zwar, aber viel, viel kürzer und zwar in einem Verhältnis von 1 zu 10. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Fortschritt. Das heißt ganz konkret, vorher 10, 12 Tage infektiös, heute 10 Stunden bis einen Tag infektiös. Das Risiko, jemanden anzustecken, obwohl man geimpft ist, ist also geringer als noch vor einem halben Jahr angenommen. Das Risiko, trotz Impfung schwer zu erkranken, ist sehr gering. Wissenschaftlich wissen wir, das sind die ersten 3 Wochen. Das ist das eine, was wir wissen. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass 3 Wochen nach der ersten Teilimpfung man zu 100% geschützt ist vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor allem auch, dass man zu Tode kommt durch die Infektion oder Intensivstation benötigt. Auch die Erkenntnisse zu diesem Thema sind noch nicht in Stein gemeißelt. Es laufen etliche Studien. Möglicherweise kann man die Zeitspanne, zum Beispiel wie lange jemand trotz Impfung ansteckend ist, noch weiter eingrenzen. Margit Huber und Michael Gottlieb sind Ende letzten Jahres an Covid erkrankt. Mild bzw. mittelschwer. Man sieht es ihnen kaum noch an, doch die Erkrankung hat Spuren hinterlassen. Ja, dieser anhaltende Muskelschmerz und eben das Kurzzeitgedächtnis. Das ist immer einfach wirklich kurz vorher Gelesenes, nicht gut merken kann, Termine, die sind einfach weg. Oder so plötzliche
Blackouts, ja? Ich habe ziemliche Muskelschmerzen, Gleichgewichtsstörungen. Ich kann mir keine Zahlen merken und das Kurzzeitgedächtnis ist ziemlich beeinträchtigt. Mit Hilfe gezielter Übungen am Computer wird in Judendorf-Straß Engel das Kurzzeitgedächtnis trainiert. Mit speziellen Programmen wird versucht, Konzentration und Reaktionsvermögen wieder zu verbessern. Begleitend wird Gesprächstherapie angeboten. Die Geschmacksstörung, die verschwindet irgendwann einmal von selber. Aber ich sehe bei uns auch im Rehabilitativen vor allem den Auftrag, dass man, wenn die Störungen bleibend oder auch nur vorübergehend sind, dass man mit den Betroffenen übt, im Alltag zurechtzukommen. Da geht es um Teilhabe, da geht es darum, mit den Defiziten trotzdem voranzukommen und auch durchzuhalten. Bekannte Long-Covid-Symptome sind Muskelschmerzen und Erschöpfung. Mit moderatem Muskeltraining kann hier laut Medizinern eine Leistungssteigerung von bis zu 50% erreicht werden. Wichtig ist sicherlich, dass man sehr zeitnah, wenn die Symptome auftreten, therapeutische Maßnahmen anbietet, dass die Patienten nicht sozusagen aus dem Berufsleben hinausfallen. Unsere Erfahrung in den letzten Monaten, wir betreiben diesen Bereich seit Jänner dieses Jahres, können wir sagen, dass eigentlich alle Patienten, die bei uns waren, dementsprechende Fortschritte bekommen haben. Ersten Untersuchungen zufolge schützt die Impfung auch vor Long-Covid. Es kann natürlich nach Impfungen milde Verläufe geben. Soweit wir momentan wissen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daraus ein Long-Covid entwickelt, extrem gering. Etwa jeder vierte Covid-Patient leidet unter neurologischen Defiziten. Der Weg zurück kann ein langer werden.